Ich habe heute was mega krasses mit euch vor. Und zwar werde ich heute Fallschirm springen aus 4000 Metern und 55 Sekunden freien Fall. What? Fallschirm springen? Okay. 4000 Meter ist schon krass. 55 Sekunden freier Fall. Also keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen nervös. Und ich mache mich fertig. Ich nehme euch mit. Und ihr werdet dabei sein, wenn ich aus 4 verkackten 1000 Metern springe. Also auf geht's. Hallo, wie geht's dir? Oh, hi. Du weißt einfach vor heute. Fallschirmspringen. Ich werde ein bisschen nervös. Juhu, mit dem Peter zusammen, jawohl. Das steigen wir mal ein, ne? Okay. Hey, du springst mit, habe ich gehört. Ja, richtig, ja. Genau das ist der Fall. Wer bist du? Ich bin Jeremy. Und auch bereit, ne? Ja, mir schon alles fit, okay? Ich bin noch nicht ganz, aber es kommt dann. Gut, so, los geht's. Juhu. Zurück. Ich glaub's nicht. Ich hab's wirklich geschafft. Ich hab's wirklich gemacht. Ich hab's wirklich gemacht. Ich hab's wirklich gemacht. Ich bin wirklich aus 4000 Metern gesprungen. Und es war so geil. Also jeder, der Höhenangst hat, der muss das einfach mal machen, um seine Angst zu überwinden. Ey, das ist so unbeschreiblich. Wirklich. Und der Jeremy ist mit mir gesprungen. Also der ist vor mir aus dem Flugzeug gesprungen. Und es war so krass, als die Tür aufgeht. Du siehst einfach nur Wolken und einfach sonst nichts. Und der springt da raus und ist einfach einmal weg. Man hat den gar nicht gesehen. Und in der Luft habe ich mir nur so gedacht, Alter, ich mache das gerade wirklich. Ich schwebe gerade. Ich falle einfach. Alter, wie krass. Das ist echt krass. Und das ist auch, also man kann mega schnell so einen Schein irgendwie, um zu fliegen, alleine zu fliegen, voll schnell selber machen, also an einem Wochenende oder so. Und ohne Schein, wenn ich Zeit habe und so, dann mache ich den Schein. Das ist so geil, boah, ich liebe Höhen, wirklich.
ich liebe Höhen und das ist so ein cooles Gefühl. Also da kann keine Achterbahn oder sonst was mithalten. Also Leute, macht das auch mal. Also Tandemspringen, da habt ihr jemand, der springt irgendwie hunderte Male und für den ist es voll Routine. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es so gefährlich ist. Also Autofahren ist ganz sicher gefährlicher. Deswegen überwindet eure Angst und macht das. Das ist so geil. Ich will doch mal. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich bin voll geflasht. Okay, also weiter. Always fearing to pass, knowing you're wrong. Loving but still trying, knowing.